wanna know his secret? An diesem Black Friday können Sie ausschlafen, aus der ganzen Union strömen an diesem Tag Händler nennen diesen Black Tag Friday zum Super Bowl. 140 Millionen 9000 Geschäfte in der wechseln ab Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solche. Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten. Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Und der Nationalgarde, die sich bei keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Pocken Kriegsgebiet. Sind eine echte mehr Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS. Dass es nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massengrab umgewandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und die Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Und hiermit auch ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Herr Friedelbeer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sind gerade dabei, ein Männlein zu erstellen oder ein Weiblein. Ich tendiere zum Männlein. Wir schauen uns das mal an. Okay. Nein, nein. Das ist alles nicht so mein. Oh mein Gott, nein. Ja, schon eher. Ja, was nehmen wir denn da Schönes? Ich finde bislang, glaube ich, ihn noch mit am besten. Ja, ein bisschen Solariumbräun ist immer gut. Das war ein bisschen zu viel Solarium. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal diese Farbe. Farbe der Iris. Können wir ja ein bisschen näher ranscrollen? Nein, das funktioniert nicht. Nein, okay. Dann lassen wir das Ganze mal braun. Die habe ich ja auch. Das Haar. Schütter bis nichts. Ja, gewisse Geheimratsecken, aber wir haben auf jeden Fall schon mal schönes Haar. Ja, ich würde mal sagen, der hier sieht noch am ehesten so aus. Haben wir hier noch ein Bart zur Auswahl? Ja, die Gesichtserstellung ist relativ gering, aber es ist jetzt okay. Ja, machen wir den ganzen doch einfach mal ein bisschen schwarzhaarig.
Markierung, was haben wir denn da? Narben. Haben wir denn großartige Narben? Mein Gott. Das sieht ja fast aus wie Ribéry. Naja, vielleicht oder auch er. Na, wer weiß. Okay, wir einigen uns drauf, wir wollen keine Narben haben. Kriegsbemalung, was haben wir da? Naja. Erinnert er mich ja hier gerade vom Gesicht her so wie die weiße Hand von Saruman. Tattoos. Aber bitte nicht im Gesicht. Oh Gott, ich habe die Kriegsbemalung noch. Tattoos. Was haben wir denn für Tattoos? Am Hals. Okay. Ja. Okay. Muss ich persönlich sagen, gefällt mir jetzt nichts. Also ich bin jetzt eh nicht so der Freund von Tattoos am Hals. Am Arm mag das Ganze noch sein, aber jetzt nicht unbedingt am Hals. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal kein Tattoo und lassen ihn einfach mal ganz brav. Zubehör, Piercings oder Brille. Was hat er denn jetzt hier für ein Piercing? Hat er irgendein Piercing? Achso, da oben am Auge, alles klar. Hier. Ja, nein. Ach, nee, auch nicht mehr. Oh, Büffelring. Nein, 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 nein. Kein Büffelring. Den auch nicht. Ah. Die Checkerbrille. Ah, die könnte mir schon. Oh, nein. Entschuldigung, ich bin Tom Cruise und ich bin ja einer bei Top Gun. Yeah. Okay, wir machen das Ganze völlig stillos. Wir machen nichts. Bestätigen. Wollen wir unseren Agenten, den Herrn Friedelbeer, hier so bestätigen? Ich denke fast ja. So, was gibt es hier noch zu erwähnen? Also, wir haben den Black Friday. Es wurden anscheinend Pockenviren rausgelassen. Die Hälfte der Bevölkerung ist irgendwie tot. Nun ja. War nicht so gut. Wir sind Special Agent. Und werden dann die Story dann gleich mal beginnen. Vorab muss ich sagen, ich werde das Spiel nicht alleine spielen, sondern noch mit ein paar Freunden. Denn das Spiel ist ja ein MMO. Und damit sollte es sich doch machen lassen, dass man mit ein paar Kumpels zusammen daddelt. Wichtig dabei ist noch zu wissen, das Ganze ist ein Third-Person-Shooter mit gewissen taktischen Elementen. Tom Clancy halt, man kann sich irgendwo verstecken, dahinter packen, hochklettern und diverse andere Sachen. So, autorisieren wir mal unseren Agenten. Intelligence System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. So, da sollen wir in Deckung gehen. Ja, das Spiel habe ich schon in der Beta gespielt. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Okay, den Test haben wir schon mal erfolgreich bestanden. Das war schon ganz schön stark. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Okay. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Okay. Wir sollen zum Safe House gehen. So wie wir sehen, hier ist alles hin. Hier ist nichts mehr so, wie es sein sollte. Feuerwehren stehen hier rum und ein paar kaputte Autos. Okay, Leichen gibt es definitiv auch schon mal.
Naja. Gehen wir mal zum Safehouse. Im Safehouse wird auf jeden Fall der Phil auf mich warten. So viel weiß ich schon. Grafisch ist das auf jeden Fall schon mal ein Highlight, Agent, ganz ehrlich. Ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. So, melden wir uns mal bei Faye. Sie betreten einen sicheren Bereich. Hier ist ein sicherer Bereich. Oh, hier geht's nicht weiter. Da ist eine Kamera. Hier geht's rein. Wow. Die ist direkt mal durch die Tür gerannt hier. Wahnsinn. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall einige Leute. Eine Spielersuche. Rudy, Ausstattungshändler. Hier ist eine Tür. Okay, gehen wir mal zu der Tür. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Kann mir mal irgendjemand sagen, warum ich jetzt Befehle von der Frau annehme? Denkt die, ist die gleiche Dame wie ich? Warum zum Geier bin ich denn jetzt hier der Laufbursche und werde hier einfach rausgeschickt aus der ganzen Geschichte? Das ist ja unerhört. Darf ich da nochmal rein? Ich würde gerne auch mithören. Was ist da los? Nö. Ist nicht. Ich werde hier einfach nur rausgeschickt. Genauso wie die anderen hier. Wie sie alle hier rumlaufen. So, Identität prüfen. Schauen wir mal nach. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Jupp. Okay, haben wir gemacht. Wir sind... anscheinend derjenige, welche, der war ja vorgegeben zu sein. Gott sei Dank, wir mal Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin ja Kontakt für Notfalleinsätze. Ist eine Menge los. Und das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Okay. Irgendwie haben wir eine Quest. Fertigkeit verfügbar. Aus der Beta kenne ich schon das Schild. Fand ich persönlich nicht ganz so cool. Ich habe mich eher immer damit verhaspelt und dann wollte ich es mal loswerden. Also gehe ich mal lieber hier auf diese Geschichte. Das nehmen die meisten irgendwie nicht mit. Die nehmen meistens hier die Granate. Die ist nett. Aber ich bin eher so der Freund hier, der sich so ein bisschen da unterstützt. So. Achso, ich bin auch geil. Ja, ja. Bitte anlegen. Auf E, ja. Jetzt habe ich hier schon schön E gedrückt, aber natürlich die Leertaste vergessen. So. Haben wir das hier schon mal gesehen? Was hat denn er so für uns? Sehen Sie sich an.
SPS ist wohl der Schaden pro Sekunde. Lebenspunkte ist klar, Fertigkeitsstärke auch. Eine Atemschutzmaske brauchen wir erstmal nicht. Ja, es ist zwar Black Friday, aber ich will mir jetzt, ja, bei dir gibt es nicht so viele Rabatte. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt erstmal kurz Pause. Und wir sehen uns dann in der zweiten Folge. Und ich denke mal, da haben wir dann schon Zuwachs in der Gruppe.